Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Wir sind hier stehen geblieben mit unserem Jacobs Auditore und müssen 16 möchte gern Leibwachen töten, die aber von Starrick sind. Damit meine Schwester sicher ist. Und natürlich alle anderen des Anwesens auch. Ne? Und ohne da groß runter zu müssen. Tschüss. What? Sorry. Ich musste da mal runter. Und jetzt sind nur noch 6 Pfeifen übrig. Okay. Dann werde ich die hier zuerst töten. Ich meinte die beiden. Okay. Dann töten wir einen nach dem anderen. So. Dann laufen wir ihm hinterher. Und sagen Hi. Haltet einen Moment still. Hä? Hat es auf der anderen Seite noch irgendwie Gefangene? Das gucke ich jetzt noch an, ob es auf der anderen Seite noch Gefangene hatte. Wenn ja, dann befreie ich die mal kurz. Denn ich meine, ne, das können wir doch nicht machen. Wir brauchen doch unsere Wachen. So. Ach, dort sind die Pfeifen. So, und somit haben wir die Nebenaufgabe auch erledigt. Kein Thema, ich will nur, dass ihr mich beschützt. Das heißt, nicht angreift. Beschützen tue ich mich schon selbst, aber es wäre so nützlich, wenn man mich nicht angreifen würde währenddessen, ne? Seid ihr doch meiner Meinung. Mich anzugreifen, naja. Also fände ich nicht so prickelnd. So. Jacob, Auditore. Machen wir die drei noch fertig? Was meinst du? So ziemlich sicher wie der Samen in der Kirche, wa? Ah, oh, das wird mein erstes Let's Play von einem Assassin's Creed Spiel, was ich 100% praktisch haben werde. Und wenn ich die letzten, also die letzte Truhe dort noch finden kann, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das das erste Spiel ist, was ich neben, falls Assassin's Creed 1 rauskommt, noch und Assassin's Creed 2 werde ich auf 100% bringen, falls es als Let's Play gibt. Denn auf der Xbox 360 habe ich bis jetzt alle Spiele schon gespielt von Assassin's Creed, die es bis dato gab. Außer eben dann Unity kam ja dann für die neuen Konsolen raus. Ach, und naja, eben Rogue habe ich nicht gespielt, weil ich mich weigere, einen Assassinen-Verräter zu spielen, auch wenn er gute Gründe hatte. Er hätte lieber dort ansetzen sollen, dort bei den Assassinen und die Assassinen so einfach killen und Punkt. Und dann eine eigene Assassinen-Grundschaft bilden. Aber nö. Signal. Okay, geben wir das Signal.
Das Wichtige beim Walzer ist, man muss mit dem rechten Fuß führen. Oh je! Ist alles in Ordnung, meine Liebe? Brauchen Sie vielleicht Hilfe? Ich bin kein Freund von Bällen. Hat den Schlüssel geklaut, glaube ich. Hier, die Karte des Gewölbes. Geh! Einfach so? Ohne Plan? Keine Zeit für Pläne. Ich komme nach, sobald ich diese unzumutbare Staffage los bin. Ja, okay. Dann müsste ich den Eingang des Gewölbes erreichen. Endlich, das nenne ich doch mal wieder eine Mission. So was Langes. Ist doch mal nice. Woo! Das erinnert mich an Unity, an den Anfang. Ta-da-ta-da, nur ohne Feuer. Hä? Wo sind wir hier gelandet? What the fuck? Wo führt uns das hin? Wie gesagt, das hier ist blind. Wirklich blind. Von A bis Z blind. Außer die ersten drei Parts. Das ist nicht Crawford. Das ist er nicht. Das ist er nicht. Wenn das Crawford ist, bin ich ein... Hä? Was tust du denn? Mich ausbeuten. Ich warte dich, Bursche. Aber du willst ja nicht hören. Ach nee, jetzt muss ich Eevee spielen. Hä, Minerva. Kleidung. Requiescat in pace. Genau. Oh, es passt so. Geil. Requiescat in pace. Wie geil. Du bist einfach die geilste Eevee. Ohne Witz. Weißt du, oder? Schon nur den Spruch zu drücken. Das ist so Ezio-like gewesen. Geh mir nicht auf den Sack. Geh mir aus dem Sender. Du bekommst nichts mit und ich kann dich killen beim Pissen. Wie geil. Oder ungeil, wie man es auch nennen mag. Iha. Okay. Dann rutschen wir schneller. Wir haben aber genügend Zeit, um hier hochzukommen. Aber es ist geil, dass sie beide gegen das Ende eingebunden haben. Aha. Witz. Witz, lass nach. Hehe. Ha! Was? Laju! Ich hab dich abgeblockt! Assassino! Jetzt musst du brüllen! Hä? Hey! Ich hab abgeblockt! Wenn ich abblocke, heißt das, ich hab abgeblockt. Lassen Sie mich das wieder richtig stellen. Ach Gottchen, nee. Da hat ja diesen Scheiß Dingens an. Jacob, deine Schwester braucht deine verdammte Hilfe. Und das so war mir Gott helfe. Na, fick dich. Fick dich! Haha. Du bist so eine Muschi, kannst du nicht ehrlich kämpfen? Du wärst schon lange tot. Ja, nee, jetzt fängt sie dort hinten an. Wie oft muss man das Spiel machen? Ja, ist klar, leck mich!
Leck mich! Jetzt wollen sie den Schwierigkeitsgrad nochmal aufdrehen. Leck mich, du kleiner Hundesohn! Ich komme! Und zwar mit Vollschmackes, Junge! Hä? Nicht schon. Leute, wie killt man den? Ist klar! Übertreib halt gar nicht! Ist klar, übertreib halt gar nicht, ne? So, so. Autsch! So war das nicht gemeint. Ey, ich hab nur noch Minute. Ey! Endlich, es geht etappenweise weiter. Aus deiner Stadt? Hast du was nicht mitgekriegt? Ey! Ach nee, Henry, du hast doch keine Ahnung. Ach nee, jetzt ist Jacob wieder dran, dann... Oh ja. Deine Hassung ist fast beendet. Sie hat nicht mal begonnen. Davon merke ich gerade nichts. Das mit dem Aufstehen hatten wir jetzt ein paar Mal. Nicht zu Henry rennen. Ich renne nicht zu Henry. Crawford! Du musst sterben! Sonst ist Henry in Gefahr. Ja, beide killt ihn. Richtig. Jetzt hat er das Gewand nicht mehr an. Jetzt ist er verwundbar. Komm mal her, du kleiner Arsch. Na los. Attentat. Oh yeah. That's nice work. London wird untergehen ohne mich. Das bildest du dir nur ein. Ich hätte ein wahres Paradies erschaffen. Diese Stadt gehört allen Menschen. Sie sind nur ein Mann. Ich stehe an der Spitze der Ordnung. Nicht mehr, Crawford Stark. Und diesmal machen es beide. Und seht ihr, welchen epischen Eindruck das macht? Das meinte ich. Echt genial. Schade, dass wir keine Partner mehr sind. Tja. Und was aus der Partnerschaft wird, oder was jetzt noch kommt, sehen wir im nächsten Part, im finalen Part. Ich wollte jetzt nicht noch den Schluss hier reinquetschen und dann nichts mehr sagen können. Im nächsten Part wird es für vielleicht einen Monat oder so kein Part mehr geben, denn ich muss ja aufs DLC warten, wie alle. Und dann werden nochmal Folgen nachfolgen mit Jack the Ripper. Und ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ihr freut euch auf die nächste, letzte Folge von der Hauptstory. Und ja, seid dabei, wenn das Ende eintritt. Tüdelö!